sehr geehrte Trader-Kollegen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Morning Call. Wir haben heute den Mittwoch, 30.10.2024 und es ist mittlerweile 5.35 Uhr. Ja, in eigener Sache möchte ich sagen, ich werde öfters angeschrieben von euch und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die netten Zuschriften und ich weiß das mehr als nur zu schätzen, um das sozusagen, weil wenn positive oder konstruktive Kritik ist immer sehr, sehr willkommen bei mir und nicht nur Kritik, sondern es ist auch teilweise Lob dabei und von dem her vielen Dank an dieser Stelle. Ich möchte euch auch bitten, wenn ihr was geändert haben wollt, wenn ihr vielleicht vielleicht besondere Wünsche habt, vielleicht sollte ich auf andere Märkte eingehen oder sonst was. Ich bin relativ breit aufgestellt, also von dem her könnt frei euch äußern und ich komme gerne, wenn es mir möglich ist, euren Wünschen nach. Gut, aber kommen wir zum Wesentlichen, wir wollen ja nicht abschweifen. Ja, gestern war ein relativ volatiler Tag, muss man sagen, weil gestern sind die JOLTS-Daten rausgekommen. Die JOLTS-Daten sind also quasi, wie viele neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Und bis dato hat man ja nur immer beachtet, oder bis zur jüngsten Vergangenheit, man nur mal beachtet, wie viele Arbeitsplätze sind jetzt da, wie viele offenen Stellen sind da und was weiß ich. Also man ist mehr von statischen Daten ausgegangen. Jetzt die JOLTS-Daten drücken eigentlich mehr so das aus, wenn also quasi viele neue Stellen geschaffen werden, dann muss ja die Wirtschaft muss ja in Ordnung sein. Wenn weniger neue Stellen geschaffen werden, dann wird es für den Arbeitsmarkt, also für diese statischen Daten, die dann veröffentlicht werden, unter anderem auch diesen Freitag, sind die ja maßgeblich. Und von dem her berücksichtigt man diese Daten sehr, sehr stark mittlerweile. Und dass man da so lange gebraucht hat, um auf diese Erkenntnis zu kommen, Respekt an alle Wirtschaftsforscher. Also gut, okay. Aber auf jeden Fall sind diese Daten sind enttäuschend ausgefallen und das ist sind zu weniger, also seit 3,5 Jahren sind, das ist ein 3,5-Jahres-Tief, was eigentlich gestern veröffentlicht wurde und es sind also quasi relativ wenig Stellen geschaffen worden. Aber jetzt kommt der Nebensatz, dass also quasi das der Effekt ist, dass die Wirbelstürme im Süden von den USA, wie heißen sie nochmal, Helene und Milton und wie auch immer, also gab es ja auch einige Unruhen und das bringt natürlich auch nicht gerade wirtschaftliches Förderwachstum und so weiter. Also von dem her, diese Ausmaßen oder die Ausmaße von den Wirbelstürmen hat natürlich verhindert, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Und das hat man jetzt natürlich gestern veröffentlicht. Aber die Menschen berücksichtigen sowas meistens nicht. Und dann sind die Zahlen eigentlich enttäuschend. Und dann gibt es große Bewegungen. Und dann, wenn man es ein bisschen näher analysiert, dann sagt man, ja gut, das war jetzt für einen Monat. Jetzt sind die Wirbelstürme vorbei. Jetzt können ja wieder mehr neue Stellen geschaffen werden. Okay, und so hat sich dann auch zugetragen. Von dem her haben wir so einen kleinen Rollercoaster, also eine Achterbahnfahrt, teilweise an den Finanzmärkten gehabt. Also die Old Economy gestern in den USA, also sprich der Dow Jones, der war ein bisschen leichter mit 100 und noch was Punkten, also 150 Punkten, so viel ich weiß. Und dann die Nasdaq hingegen, die New Economy, voller Erwartung, weil ja noch die ganzen Quartalszahlen von den Großen, von den Magnificent Seven rauskommen, also Amazon und Alphabet und etc. Diese war voller Erwartung und von dem her ist also quasi der Nasdaq ein bisschen nach oben gegangen. Im Prinzip, wenn man es so bewerten möchte, unentschieden. Und der unentschieden auch in dem Sinne, weil der Standard & Poor's also ganz wenig verändert war. Also okay, im Prinzip ist also quasi so ein bisschen, man weiß noch nicht, was man so vor den Wahlen eigentlich alles machen soll. Gehen wir lieber nach Asien. Was haben die Asiaten aus diesen ganzen Vorgaben gemacht?
Also die Chinesen sind ja meistens, oder die chinesischen Märkte sind relativ resistent, was also quasi Vorgaben angeht, die aus USA kommen oder so. Die haben ihr Eigenleben. Und es ist ein neues Konjunkturprogramm, ist auch wieder in der Pipeline, weil man möchte wirklich die chinesische Wirtschaft anschubsen. Ist ja auch notwendig, muss man wirklich sagen. Aber man hat da so seine Zweifel, ob das genügend ist. Man erwartet mittlerweile, wir leben ja im Zeitalter der Superlative, also es muss ja immer extraordinary sein. Und das ist halt nicht der Fall gewesen und von dem her war das ein bisschen enttäuschend. Und die ganzen, wenn ich so auf den zweiten Bildschirm blicke, also die ganzen Festlandbörsen, die sind also so fast schon im Prozentbereich im Minus. Ich zähle jetzt die ganzen Börsen nicht auf. Aber vielleicht stellvertretend, derjenige, der es immer am stärksten ausdrückt, ist der Hang Seng in Hongkong. Und das sieht man schon, wenn ihr den Chart betrachtet. Also es geht nach unten im Moment und es sind minus 350 Punkte, die er also gelassen hat und es sind 1,7%. Also das hat man nicht so gut aufgenommen und von dem her, ja gut. Aber die chinesischen Börsen sind für uns gar nicht so maßgeblich, weil die sind eh so kontrolliert. Es gibt ja diese A-Shares und B-Shares und was weiß ich alles. Also es ist ja nicht so ganz leicht, in China etwas zu besitzen und von dem her auch Aktionär zu werden. Gut, aber gehen wir lieber nach Japan. Die sind wesentlich maßgeblicher. Japan hat seinen positiven oder der Nikkei 225 stellvertretend. Es gibt natürlich auch noch den Topix und wie auch immer, also andere Indizes auch, die ein bisschen breiter gefächerter sind sogar noch. Aber auf jeden Fall hat er seinen positiven Trend fortgesetzt. Aktuell sind wir plus 422 Punkte. Das ist also 1,10% besser. Und man sieht schon, man krabbelt so in Richtung 40.000er Marke. Also im Moment sind wir bei 39.300 und ja, für japanische Verhältnisse, die paar Punkte, die kriegt er auch noch. Also wie gesagt, die 40.000er Marke ist jetzt wieder in greifbare Nähe gerutscht. Aber jetzt rein vom Technischen her wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also der Nikkei ist ausgereizt. Und also ich würde nicht auf die Long-Seite gehen, muss ich sagen, weil ich denke, dass wir also quasi unter Umständen morgen sogar eine kleine Korrektur bekommen könnten. So, das ist jetzt so rein vom technischen Gesichtspunkt und auch so ein bisschen von der händlerischen Erfahrung, dass man sagt, na gut, Bäume wachsen nicht in den Himmel oder wie auch immer. Ja, das war das eine, aber was hat der DAX gemacht? Das interessiert uns ja viel mehr, weil das ist ja mehr die Gegenwart. Und der DAX hat Federn gelassen, das muss man sagen. Aber ich muss auch mal betonen, vielleicht blende ich auch die Kasse ein, also so dass ihr seht, wie es also quasi vom wirklichen berechneten Kassakurs jetzt aussehen würde. Und da sind wir aktuell bei 19.413, also die Marke von 19.400 Punkte ist gerade umkämpft. Und wir hatten natürlich einen schönen Anstieg davor, aber im Moment sind wir in der Konsolidierungsphase und von dem her, ja, weiß man natürlich nicht so ganz genau, wie man damit umgehen soll. Letzten Endes muss ich sagen, ist der DAX unglaublich stabil. Ich habe es gestern erwähnt, auch in öffentlicher Stelle, dass einfach, wenn man das so im Verhältnis sieht, dass die ganze wirtschaftliche Situation, in der sich Deutschland im Moment befindet, und das wird ja jetzt ausgedrückt durch zum Beispiel VW, jetzt werden 140.000 Stellen werden wahrscheinlich freigestellt werden oder Arbeitnehmer werden freigestellt werden. Und einer der größten Arbeitgeber, die es überhaupt in Deutschland gibt, ist in Schwierigkeiten. Ja, also von nichts kommt nichts. Das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist, es drückt aus, in welcher Situation wir uns befinden. Aber der DAX hat ja eigentlich nichts mit der deutschen Wirtschaft zu tun. Aber trotzdem ist VW ein Schwergewicht im DAX. Und dafür steht der DAX also unglaublich gut da. Also in früheren Zeiten, wenn solche Nachrichten rausgekommen wären, ich bin ja jetzt nicht seit gestern am Markt,
Da wäre also der DAX ungefähr 10% im Minus gewesen, um das jetzt mal so auszudrücken. Und heute sehen wir eine leichte Korrektur und wir diskutieren darüber unter Umständen. Also wie gesagt, das ist relativ gelinde, was im Moment abläuft, und dafür ist der DAX eigentlich noch relativ stabil. Aber auf jeden Fall, naja, also so richtig freundlich werden wir nicht eröffnen. Wir werden also quasi ein bisschen leichter eröffnen, davon gehe ich aus. Und das Zweite ist, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass also quasi jetzt so richtig Kaufinteresse reinkommt, und ich glaube, dass wir also quasi von der Entwicklung her noch ein bisschen nachgeben werden, was ich nicht als schlimm empfinde, aber es ist natürlich ein bisschen enttäuschend, weil jeder Mensch mag natürlich steigende Kurse sehen, das ist ganz klar. Aber in dem Fall gehe ich nicht davon aus, aber ich bin nicht auf der Verkaufsseite, also ich gehe im DAX nicht auf die Shortseite, weil es halt immer wieder in diese Richtung geht und die Erholungen sind sehr, sehr schnell. Und deswegen ist es schwer, auf der kurzen Seite Geld zu verdienen. Es ist besser abzuwarten und dann auf die Long-Seite einzugehen. Also das sind so die Erfahrungswerte von der letzten Zeit oder von der jüngsten Zeit. Gut, gehen wir zum Öl. Da ist es so, letzten Endes gab es nochmal eine Erholungsphase gestern und dann gab es wieder einen Abschlag und wie auch immer. Also es ist volatil auf einem gewissen Level unter der Marke von 68 US-Dollar im WTI. Im Moment gehen wir volatil seitwärts. Aber vom rein technischen, wenn man also die Technik betrachten möchte, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir also quasi wieder leicht erholende Kurse sehen werden. Und dass wir also quasi die Marke unter Umständen von 68 US-Dollar heute überschreiten. Es ist absolut im realistischen Sinn und davon gehe ich aus. Es scheint so zu sein, dass es auf diesem Level also für den Markt in Ordnung ist, wenn es jetzt erstmal verharrt in dem Bereich von 67, 68 Dollar. Aber letzten Endes darf man nicht vergessen, das sollte man im Hinterkopf haben, dass die Nahostkrise, die ist noch lange nicht vorbei. Und da folgt noch einiges, aber im Moment sind halt andere Dinge im Vordergrund, so wie die US-Wahlen oder ja, die ganzen Notenbanksitzungen, die wir also quasi dann nächste Woche haben. Das wird also sowieso für die Analysten arbeitsreiche Woche werden, um das so auszudrücken. Gut, gehen wir mal zum Gold, zum Liebling aller Investoren, und wie so gestern schon ein bisschen angekündigt, wir hatten einen Ausbruch, weil wir eine ja, konsolidierende Seitwärtsphase hatten, um das so auszudrücken, und da gab es durch die Joule-Daten auch einen Ausbruch, und jetzt sind wir natürlich auf neue Höhen, und ich habe ja schon angedeutet, ich wäre nicht überrascht, wenn wir Ende des Jahres irgendwo doch Kurse um 2850 oder vielleicht noch plus sehen werden. Das ist ohne weiteres möglich. Es hängt ein bisschen von den Notenbanken ab. Wie gesagt, die großen Käufer, das sind ja die Notenbanken, und ich habe ja schon die Frage mal in den Raum gestellt, warum oder was veranlasst eine Notenbank, Gold zu kaufen, obwohl sie ihr eigenes Geld drucken kann? Also das bringt natürlich so eine gewisse Fragestellung auf. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass wir heute also noch irgendwo wegrennen werden, aber das Gold hat so hohe Luft jetzt wieder geschnuppert, dass also quasi jeder sich vorstellen kann, dass also größere Höhen noch möglich sind. Und von dem her schreiten wir da tendenziell voran. Ich bin ja so ein bisschen warnend immer unterwegs, weil ich sage mir, eine kleine Korrektur muss doch kommen. Also irgendwo eine kleine Korrektur und auch so vom Technischen her. Aber wie gesagt, das ist, ich sehe es halt mehr oder weniger die Möglichkeit, dass man unter Umständen noch wieder einsteigen kann oder zusätzlich einsteigen kann. Ich sehe es halt nicht, dass man sagen kann, ich setze jetzt hier auf die große Korrektur und warte ab, bis wir ganz tiefe Kurse haben. Weil alles, was mit tieferen Kursen in letzter Zeit zu tun hatte, wurde zum Kaufen genutzt, und von dem her würde ich also die kurze Seite im Gold nicht spielen.
Ja, was haben wir noch? Gehen wir in den Währungsbereich, ist ja viel wichtiger und da bin ich ja eigentlich noch mehr zu Hause wie in den anderen Märkten, zumindest sagt man das. Und da gibt es ja Euro-Dollar und der hat gestern, also quasi der Dollar, wieder eine erneute Stärke erfahren, aber das haben die Märkte gar nicht so gut aufgenommen, muss ich sagen. Und durch die JOLTS-Daten hat sich das auch wieder ein bisschen verschoben und es kam dann in der Korrektur wieder eine Korrektur und letzten Endes, ich wurde auch gestern einmal gefragt, ja, wo siehst du Euro-Dollar ganz kurzfristig? Und da gab es diese große Korrektur auf der Unterseite durch die JOLTS-Daten. Und da habe ich gesagt, wahrscheinlich, wenn wir morgen aufwachen, ist gar nichts passiert. Und so genauso ist es leider gekommen, ja, was heißt leider, ist es halt gekommen. Manchmal bekommt man ja auch recht. Aber es ist tatsächlich so, dass wir auf dem gleichen Niveau sind wie eigentlich vorher und das waren eigentlich nur kurzfristige ja, Schwankungen, die also quasi im Devisen- oder im Forex-Bereich also quasi zu bemerken sind. Es ist auch so, ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, hier oben ist die 420er-Linie und der Kurs, der wandert sehr nah dorthin, aber wenn er dort ist, das ist so die Harmonie des Marktes, dann gibt es keine Übertreibung und dann ist es sehr schwer, eine erneute Richtung zu finden und dafür bedarf es also quasi wirklich in Neuigkeiten. Wann werden diese Neuigkeiten kommen? Nächste Woche. Ja, ich muss euch leider vertrösten, nächste Woche sind Wahlen, Notenbanksitzungen und etc. etc. Also da können wir uns wahrscheinlich Hosenträger anziehen, weil es wird ein bisschen sportlicher werden. Also von dem her. Und ja. Last not least möchte ich auch ganz gerne auf US-Dollar-Yen blicken, weil hier natürlich auch die gleiche Thematik ist. Nach wie vor ist Japan in meiner Anschauung politisch noch nicht stabil und hat eine eindeutige Meinung, was also quasi auch die monetäre Politik in Zukunft angehen wird. Es ist ja morgen ist die Notenbanksitzung von der Bank of Japan und es ist eine Befragung rausgekommen, wie es so üblich ist von Reuters, die Analysten befragen, was wird denn morgen geschehen. Das ist ja immer schön, man sollte eigentlich ja eher abwarten, was dann wirklich gesagt wird. Aber alle Experten wissen es schon im Voraus, es wird morgen gar nichts passieren und das hat sich auch ausgedrückt. Deswegen ist ja auch der Nikkei heute unter anderem ist er ins Positive gegangen, weil das wird natürlich auch honoriert, weil man möchte keine Zinserhöhungen haben, zumindest von der Aktienseite her. Aber es ist halt die Frage, ob es nicht der richtige Weg ist, wenn die Zinsen erhöht werden. Aber wenn es nicht im November ist oder im Oktober, ja, dann ist es im Januar oder im Februar. Also in den Geschichtsbüchern wird es nicht stehen, dass es 2 Monate später sein wird, um das so auszudrücken. Gut, also US-Dollar-Yen ist auch ein bisschen Ruhe eingekehrt. Was man aber sagen muss, und ich versuche das jetzt ordentlich einzuzeichnen, ist das ganze Geschehen, geht mehr oder weniger auf so ein Dreieck, ja, wenn man so ein Zuspitzen auf eine Flagge geht es natürlich zu und irgendwann wird es mal einen Rumser geben und dann gibt es einen Ausbruch. Und das ist immer so, das war so, das wird so sein und von dem her, aktuell wird es halt in diesem Rahmen bleiben, dass wir eine Schwankungsbreite innerhalb dieser Flagge haben, aber es wird dann zu einem sehr, sehr starken Ausbruch kommen. Und ich hoffe, das ist jetzt meine Hoffnung, dass sie auf der Unterseite passieren wird und nicht auf der Oberseite. Aber ich fürchte, wenn Trump die Wahlen gewinnen wird, dass dann also quasi der Ausbruch erstmal auf der Oberseite sein wird. Gut, viele persönliche Meinungen heute von meiner Seite muss auch mal sein, aber ich glaube, dafür sind die privaten Sender, wenn man das so sagen darf, und nicht die offiziellen, sind auch dafür da, dass also quasi vielleicht irgendwo auch Einschätzungen da sein dürfen. Wir sind durch für den groben Überblick. Gibt ja noch vieles, aber eins wollte ich noch ansprechen, genau. Bitcoin, nächstes Thema. Wenn Trump gewinnt, Trump ist ein Befürworter der Kryptos und deswegen
sieht man schon, je besser die Umfragen sind, desto höher der Bitcoin. Er ist ja der Leader von den ganzen Coins. Und die Marke von 72.900 wurde, also 73.000 wurde gestern sogar gestriffen, oder heute Nacht, ist erreicht worden. Und der Anstieg, also der Chart, der spricht ja 1000 Bände, also da muss man nichts mehr dazu sagen. Auf jeden Fall ist der Bitcoin sehr, sehr stark angestiegen und man könnte fast sagen, schaut den Bitcoin an und dann wisst ihr, wer die Wahl gewinnen wird. Okay, also so ist die Einschätzung des Marktes. Rein aus der technischen Sicht würde ich ihn jetzt aktuell nicht kaufen. Ich glaube, da gibt es auch einen Rücksetzer, weil wenn die Katze aus dem Sack ist, dann irgendwann mal, sprich, wenn die Wahlen tatsächlich zugunsten von Trump ausgefallen sind, dann wird der Bitcoin, hat eigentlich dann diese Entwicklung schon vorweggenommen und dann muss man erstmal auf Ergebnisse warten, was dann also danach folgt. Außerdem darf man nicht vergessen, dass der gewählte Präsident erst im Januar anfängt. Ja, also da ist auch noch mal eine Zeitverzögerung drin. Gut, wie auch immer, wir sind heute durch. Ich bedanke mich, dass ihr heute wieder dabei wart und wenn ihr wollt, dann liked mich. Wenn ihr wollt, dann schaltet morgen wieder ein und das wird sicherlich heute ein spannender Tag. Es warten einige an Wirtschaftsdaten, bitte geht den Kalender durch. Aber die großen Daten, die kommen eigentlich erst morgen und übermorgen, aber dazu kommen wir natürlich dann auch zu gegebener Zeit. In dem Sinne, viel Erfolg und ich verbleibe euer Daniel Fehring.